Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in den Douglas, aufpassen Sammy, Mixed Brands Adventskalender von 2023. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Für 69,99 € sollen wir einen Warenwert von über 360 Tacken bekommen. Bin ich gespannt, werde ich euch ausrechnen. 24 exklusive Beauty-Highlights von krassen Marken sollen hier drin enthalten sein. Ich bin sehr gespannt. Als ich den online gesehen habe, habe ich erst gedacht, ist es nicht der vom letzten Jahr, weil das Design halt auch wieder relativ ähnlich ist. Aber nein, es ist der von diesem Jahr. Auch von innen ist es definitiv ein schmuckes Teil, muss ich sagen. Schade trotzdem, ist ein Kläppchen-Adventskalender und kein Boxen-Adventskalender. Zu allen Produkten finden wir in den Kläppchen übrigens auch ein paar Infos. Hier habe ich jetzt in der Nummer 1 von Sol de Janeiro Pistachio and Salted Caramel. Oh, ein Spray. Ein Perfume Mist. Wie geil ist das denn? 30 Milliliter sind hier drin. Das können wir doch direkt einfach mal ausprobieren. Oh, ist das ein Haarparfüm oder? Ja, schon eigentlich, ne? Kann ich mir hier mal in meine Strähne reinsprühen? Zu verteilen. Und das ist natürlich positiv, weil es auch ein bisschen feucht ist. Und es sind 30 Grad und das kann ich gut gebrauchen. Riecht richtig gut. Oh, mag ich gerne. Oh, nicht nur im Winter wird das ein Hit sein. Richtig gut. Auch die Nummer 2 möchte mit ihren Reizen nicht geizen. Velvet Love von Zoeva. Ein Lip Liner. Serenat ist da wahrscheinlich die Farbe. Ein wunderschöner Ton, der so ein bisschen an Pillow Talk von Charlotte Tilbury erinnert, muss ich sagen. Mag ich gerne. Oh ja. Kannst du anspitzen, auch wenn das eher so plastikmäßig ist. Ne? Oder kann man das sogar hochdrehen? Nee. Kann ich ja mal swatchen. Werde ich auf jeden Fall behalten. Hallo, das ist sowas von... Ein Dupe? Wie cool ist das denn? Richtig cool. Also schon mal die ersten beiden Produkte. Ein Hit. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und hier kommt nicht nur ein paar Eyepatches von 123, sondern zwei. Das finde ich schön. Und ja, das sind Hyaluronic Power Eyepatches. I like it. Und die sind halt in so einem süßen, richtig süßen Sternschnuppendesign. Das passt natürlich auch volle Elle in so einen Adventskalender hinein, ne? Finde ich toll, mag ich gerne leiden. Klasse! Hier haben wir die Nummer 4. Probiotics and Superfoods Tula Skincare The Cold Classic Purifying Face Cleanser. Kenne ich nicht die Marke. 30 Milliliter habe ich hier drin enthalten. Gesichtsreinigung ist auf jeden Fall eine wichtige Sache. Das ist immer so der erste Step von der Skincare. Und ja, schön, mag ich. Geil, also... Weiter. Am 5. Dezember haben wir ein Produkt von einer Marke drin enthalten, die wir jedes Jahr im Adventskalender haben. Ich weiß nicht, was Anayake oder Anayake mit Douglas zu tun hat, also inwiefern die verbandelt sind. Wir haben da immer relativ viel von drin. Hanami bei Anayake. Okay. High Defense Radiance Cream. 15 Milliliter, also eine strahlkraftgebende Creme fürs Gesicht. Mag ich sehr gerne. Also ich verwende super gerne Produkte, die glowy sind oder halt ein Glow bei mir machen, weil ich halt eine sehr trockene Haut habe. Zu Nikolaus erwartet uns ein Nagellack in einem ganz klassischen Weihnachtsrot von Gitti, die Nummer 147 Plant-Based Vegan Nail Lacquer. Also wenn man so eine weihnachtsrote Farbe noch nicht hat, freut man sich da sicherlich drüber, würde ich sagen, oder? Und Gitti ist ja auch, glaube ich, eine Marke, die jetzt dieses Jahr just gerade bei Douglas eingezogen ist. Am 7. Dezember erhalten wir ein riesiges Produkt von Mario Badescu. Das ist ein Facial Spray mit Aloe Vera, Kräutern und Rosenwasser. 118 Milliliter sind hier drin. Das kannst du halt so als Refreshing zwischendurch verwenden, aber auch als Toner und so und sowas. Hallo? Danke. Sowas finde ich eigentlich auch immer eine ganz schöne Sache und kann man eigentlich auch echt gut gebrauchen, ne? Oh ja, die Nummer 8 macht wirklich, dass es kracht, denn hier haben wir ein Parfum drin und wir freuen uns ja auch immer, wenn wir in dem Douglas Adventskalender, was ja eine Parfümerie ist, Parfüm drin haben. Abercrombie & Fitch mit Away Tonight für die Frau, 10 Milliliter. Also ganz ehrlich, ich finde es schon klasse, dass wir hier sehr viele Produkte drin haben, die auch letztes Jahr so gar nicht drin waren. Wahrscheinlich hat sich Douglas da auch ein bisschen was von der Kritik angehört. Also ich bin bislang sehr, sehr begeistert. Denn auch in der neuen dürfen wir uns über ein Produkt freuen von einer Marke, die jetzt auch relativ frisch dort eingezogen ist, von Mesauda. Big and Thick Lashes, die Mascara, die ist so gut. 9 Milliliter sind hier drin. Ich weiß nicht, ob aktuell Claudis Welt 15 gilt bei Purish. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Ne? Da habe ich ja die Kooperation. Da bekommt ihr auch diese Mascara und die ist der Wahnsinn. Die ist so, 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 so gut. Habe ich jetzt auch letztens aufgebraucht. Die ist, ich kann euch das Bürstchen einfach mal einblenden. Die ist wahnsinnig toll.
Wobei, ich kann eigentlich die auch wieder verwenden. Dann habe ich so da, ne? Nein, ich zeige euch das Bürstchen. Das ist so ein Gummibürstchen, was echt fett ist. Und man hat erst so, oh mein Gott, so viel Produkt. Aber das ist, das verteilt sich toll und es macht wirklich ganz tolle Wimpern. Geil, geil, geil. Sehr geil. Auch in der Nummer 10 darf es mit einem Doppelpack weitergehen. Hier, Starskin Dream Kiss Plumping and Hydrating, diese Biozellulose-Maske für die Lippen. Habe ich damals nicht viel abgewinnen können für, aber mittlerweile finde ich die eigentlich gar nicht so schlecht. Vor allem die sind sehr, sehr gut, weil die sehr dünn sind. Ne? Jetzt gerade, wenn ich auch so halt Drehtage habe oder ne, ich habe dann einfach irgendwann auch relativ beanspruchte Lippen, it is wie es ist. Und da kommt das echt gut, sich dann abends einfach mal so eine schöne Maske auf die Lippen zu geben und einfach mal runterzukommen. Mega effektiv tatsächlich. Also ich wünschte, ich hätte wirklich eine Kooperation mit Douglas, aber ich habe tatsächlich nur über eine Affiliate-Plattform mit denen Kontakt, sage ich jetzt mal so, dass wenn ihr über meinen Link bestellen würdet, ich dort vielleicht ein bisschen Provision bekomme. Denn ich lobe diesen Adventskalender bislang ja echt in den Himmel, denn auch in der Nummer 11 erwartet uns ein Produkt von Clinique. Das ist die Moisture Surge 100 Hours Auto Replenishing Hydrator Cream. So gut, dieses Produkt. Und hier haben wir drin 15 Milliliter, also ein sehr, sehr schönes Skin Care-Produkt von einer großartigen Marke. Ich würde auch sagen, dass alle möglichen Hauttypen dieses Produkt verwenden können, egal ob du trockene Haut hast oder ob du sensible Haut hast, ob du ölige Haut hast, Mischhaut, ne? Da kommt das auf jeden Fall gut. Wir haben jetzt hier die Halbzeit am 12. Dezember und da haben wir von Colibri Cosmetics, auch das eine Marke, die ja sehr, sehr beliebt ist. Entschuldigung, mir ist das Ding gerade auf Sammy quasi draufgefallen. Sorry. Ja. Hyaluron Booster für alle Hauttypen geeignet. 15 Milliliter sind hier drin. Also das ist wie so ein Serum und definitiv, also geil, also feiere ich. Das ist eine gute Marke, das ist ein gutes Produkt, das ist einfach bislang, da macht das sehr viel Spaß. Ich muss euch wirklich sagen, von diesem Haarparfum, da reicht wirklich ein Sprüher, denn es riecht gerade so intensiv hier, das ist echt krass. Auf jeden Fall habe ich hier am 13. Dezember von Yorgo B. ein Niacinamid-Serum. Das sind 15 Milliliter und diese Marke habe ich kennengelernt durch die Goodiebox und finde es ganz interessant. Ich wusste gar nicht, dass Douglas auch Yorgo B. führt. Sehr interessant. Niacinamide sind eine ganz tolle Geschichte, um die Haut auch so ein bisschen auszugleichen, etwas ebenmäßiger erscheinen zu lassen. Ja, deswegen. Cool. Gut, zwei Serien hintereinander ist jetzt ein bisschen, aber du kannst beide Serien auch theoretisch in Kombination verwenden. Am 14. Dezember haben wir eine Pumpkin-Enzym-Maske von Peter Thomas Roth oder Peter Thomas Roth enthalten und zwar sind das 14 Milliliter. Ich mag gerne Enzym-Peelings, ich mag die auch gerne ganzjährig und darüber freue ich mich wirklich, muss ich ehrlich sagen. Enzympeelings sind sehr angenehm für die Haut. Das ist ja eigentlich eine Maske, aber ne, das wirkt dann halt wahrscheinlich ein bisschen intensiver als ein Peeling. Die lässt du aber auch wahrscheinlich gar nicht so lange drauf. Ne? 3 bis 7 Minuten genau. Und ja, das verfeinert die Haut auch so ein bisschen und ist ein sehr, sehr mildes Peeling. Am 15. Dezember haben wir mal wieder eine Parfümprobe drin. Das ist der Wahnsinn. Hier steht jetzt leider nicht drauf, wie viele Milliliter das sind, aber das ist das MCM Onyx. Und das sieht so wunderschön aus. Oder MCM. Ich kenne die Marke so nicht, aber letztes Jahr hatten wir das Goldene drin und das fand ich auch schon sehr, sehr hübsch. Am 16. Dezember erwartet uns etwas von MAC. Hatten wir schon einen Lippi drin? Nee, wir hatten einen Lip Liner, wozu auch tatsächlich diese Farbe gut passt. Also da hat sich jemand echt was überlegt in der Farbe 316 Devoted to Chili. Das ist dieser hier. Einmal so rum wäre ganz sinnvoll, ne? Schaut so aus und ich mag die MAC Lippenstifte echt nach wie vor sehr, sehr gerne. Natürlich gibt es jetzt gute Alternativen aus der Drogerie, aber nach wie vor finde ich, dass MAC einfach eine sehr gute Qualität an den Tag legt und schöne Produkte auf den Markt bringt. Hundertprozentig passt das jetzt nicht zusammen. Der hier wird wahrscheinlich auch eher weniger bei mir bleiben, weil ich nicht so ein Ultra-Fan von der matten Version bin. Und das sind halt richtig matte, ne? Aber trotzdem, MAC Lippi hier drin zu haben, der ja normalerweise seine, ich sag mal, 25 Euro kostet bei einem 70 Euro Adventskalender. Sehr, sehr cool. Die Nummer 17 war eben schon riesig, also als ich den Adventskalender geöffnet habe, dass ich mir gedacht habe, holla die Waldfee. Und die hauen hier auch einfach mal eine Woche vor Heiligabend Dr. Barbour Power Serum Ampullen mit Hyaluronsäure raus. 7 Stück sind hier drin und allein das hier hat doch schon einen Wert von 30 Euro. Und es ist Wahnsinn, das einfach mal in der 17 oder
feiere ich. Und Hyaluronsäure kannst du wirklich gut ganzjährig verwenden. Du kannst es als jeder verschiedener Hauttyp verwenden. Und die Ampullen von Barbour oder Dr. Barbour sind schon sehr, sehr gut. Die von Dalton sind noch ein Tickchen besser. Aber trotzdem sehr, 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 sehr cooles Produkt. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Am 18. Dezember erwartet uns eine weitere Gesichtscreme von Teaology Tea Infused Skincare Kombucha Tea Revitalizing Face Cream mit schwarzem Tee und Kombucha und EGCG. Ein Filler-Effekt, Anti-Age, 30 ml. Hört sich soweit so gut an, ne? Die Marke kenne ich soweit noch nicht. Finde es ganz interessant, dass sie mit drin enthalten ist. Aber wie gesagt, die zweite Gesichtscreme. Aber solange es nicht drei sind, oder wobei drei geht ja noch, aber solange es nicht vier sind, ist es okay. Okay, in der Nummer 19 haben wir jetzt das dritte Serum drin enthalten. Nach meiner Logik her dürfte es dann jetzt aber auch vorbei sein mit den Gesichtsseren, weil ich sage immer so, von jeder Sorte drei Stück in einem Adventskalender ist okay. Ne? Brightens and Evens, ein Skin Filter Serum Phytoretinol 9 ml. Retinol ist ein wundervoller Anti-Aging Wirkstoff, den ich auch super gerne im Winter verwende. The New oder Nyco kenne ich jetzt so nicht. Das heißt auch wieder ein Produkt, was man jetzt hier durch den Adventskalender ausprobieren kann. Das ist witzig. In der Nummer 19 haben wir von 111 Skin wieder Eye Patches drin. Die haben sich jetzt hier, also ist jetzt nicht so abwechslungsreich. Da hätte man vielleicht hier auch eine richtige Maske reinpacken können. Aber gut, ja, dann haben wir die hier mit dabei. Celestial Black Diamond Eye Masks und die von 111 Skin sind auch richtig gut. Am 21. Dezember haben wir was von Pacifica hier drin enthalten. Da habe ich ein Parfum von, was mir sehr gut gefällt. Vegan Ceramide Barrier Face Lotion. Tatsächlich haben die hier drei Gesichtscremes reingepackt. Das ist krass. 29 ml sind hier drin enthalten. Ja. Oh, die Sonne kommt raus. Wie gesagt, die dritte Gesichtscreme. Trotzdem finde ich die auch sehr ansprechend, sehr interessant. 100% vegan und tierversuchsfrei mit Marshmallow. Finde ich halt einfach witzig, ne? Am 22. Dezember haut Real Techniques einfach mal einen Pinsel raus. So einen kleinen Travel-Size Cheek Mini Multitask Blush und Bronzer Pinsel. Finde ich süß. Finde ich wirklich süß. Habe ich auch in meiner Reisetasche drin, dass wenn ich auf irgendwelchen Events bin oder so, dass ich dann halt so einen kleinen Pinsel nur mitnehmen muss. Mag ich gerne leihen. Ich mag sehr, sehr gerne die Pinsel von Real Techniques und finde es irgendwie schade, dass man gar nicht mehr so super viel von denen hört, oder? Ach krass, am 23. Dezember kommt passend dazu ein Zoeva Santorini Matte Bronzing Powder um die Ecke. Das finde ich jetzt ja spannend. Da ist jetzt die Frage, was bist du für eine Farbe? Medium, okay, das ist auf jeden Fall eine schöne Sache, ne, dass man sich dann auf die goldene Mitte einigt. Ist halt in so einer Pappverpackung. Süß. Sind die normalerweise auch immer so klein? 3 Gramm, das ist jetzt echt nicht die Welt. Sieht wundervoll aus. Also für mich könnte das echt der perfekte Bronzer und Konturton in einem sein. Swatche ich mal direkt daneben. Okay, auf meiner Haut kommt der nicht so aschig raus wie im Pfännchen, aber richtig cool. Mega geil. Natürlich haben wir am 24. Dezember einen Duft drin und auch noch von Ariana Grande oder Ariana Grande. Oh, ich dachte, es wäre ein Sprüher. Nee, okay, schade, Schokolade. Ja, das ist kein Sprüher. Okay, auch wenn das Packaging wirklich groß ist, habe ich jetzt ein bisschen rumgesaut hier. Ah, das ist ja schade. Aber das war noch nie so, ne? Warum sollten die das dieses Jahr dann so machen? Riecht ganz interessant. Mein Duft wäre es jetzt ehrlich gesagt nicht, weil ganz, ich bin ehrlich, ne? Für mich persönlich riecht der nämlich ein ganz kleines bisschen nach Kinderschminke. 7,5 ml sind hier drin. Und das ist der Duft Vanilla. Okay, ja, weiß ich nicht. Also, ne, so schaut das aus. Wunderschön, auch super schwer und so, ne. Deswegen hatte ich auch gerade echt gedacht, dass es ein Sprüher wäre. Leider nein. Der Adventskalender ist nun komplett geunboxt, geöffnet. Ich sehe auf meinem Tisch wundervolle Produkte. Ich finde definitiv, dass ich mein Geld raus habe. 69,99 safe. Ich liebe die Nummer 1. Also das ist so mein Highlight tatsächlich. Finde es aber auch großartig, dass wir hier einen Sprühduft noch mit dabei haben von Abercrombie & Fitch und 2 Parfümminiaturen. Ich finde es schön, dass wir einen tollen Mix aus Skincare und auch Make-up hier mit dabei haben. Manche Sachen sind vielleicht eine Sache zu viel. Also
die Anzahl der Serien ist schon recht hoch, ne, mit 3 Stück, auch 3 Gesichtscremes. Da hätte man vielleicht einfach mal ein anderes Produkt reinpacken können von der Marke. Auch, dass wir bei den Augenpatches relativ viele drin haben, da hätte man auch vielleicht schauen können, dass da eine Gesichtsmaske kommt. Aber die hatten wir ja schon von Peter Thomas Roth mit der Enzympeeling-Geschichte. Ansonsten ist der Adventskalender richtig, richtig toll gefüllt, oder? Schreibt mir gerne mal, was ihr so denkt in die Kommentare, da können wir uns echt gerne austauschen. Für mich wäre das ein toller Adventskalender, um den in der Adventszeit zu öffnen. Und ja, das wäre es dann hier auch schon von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.